Paul Gascoigne will play his 50th. With somewhat ironic timing, this writer's new book, charting Manchester City's most glorious moments, is about to hit the shops. I remember Franny picking the ball up on the right. Franny chipped the ball up for Colin, who then backheaded it into the box. I managed to get to the ball before both the keeper and Doug Fraser and hooked it into the net. But how things can change. Today, City is a Premier League club struggling to compete in the First Division and seemingly unable to find a manager. I think the biggest thing from a supporter's point of view is the apparent lack of confidence actually on the pitch. Third Division strugglers Lincoln won at Main Road last night to round up a 5-1 aggregate win in the Coca-Cola Cup and add to City's woes. Such embarrassing results are bad enough, but when you share a city with the best team in England, it's all even harder to take. One famous City fan says if he didn't laugh, he'd cry. A thief broke into Main Road trophy room last week and stripped the room. The police are looking for a fellow with a blue carpet under his arm. There are talented players at City and there's cash available to buy more. Sadly though, there's no one to spend it. First, George Graham, then Dave Bassett, turned down the chance to be manager here at Main Road. Manchester United hat einen fantastischen Heimrekord. In allen Europacup-Heimspielen gab es noch keine Niederlage für Manchester United. United ist aber mehr als ein Fußballclub, ein Club mit Tragödien, Triumphen und ganz großen Persönlichkeiten. Der Megastar heißt Eric Cantona. Er garantiert je nach Laune für Traumtore wie beim 4:1 im jüngsten Heimspiel gegen Nottingham oder für Skandale. Einige Beispiele gefällig, zwei kleine Ausrutscher noch in Frankreich. Und als skandalträchtiger Kung-Fu-Akrobat Anfang 95 nach Beschimpfung durch einen Crystal Palace-Fan. Folge 8 Monate Sperre. Aber er ist eben auch zweifacher Fußballer des Jahres in England. Cantona über Cantona. Ich will mir selbst treu bleiben, aber auch meinen Teamkollegen, meinem Club und meinen Fans. Das ist mein Charakter. I don't know. It's just my personality. Ein kongenialer Partner Cantonas, der walisische Spielmacher Ryan Giggs, von dem Bertie Vogt sagt, sein einziger Fehler ist, dass er nicht Deutscher ist. Weiter in der Starriege der Roten Teufel, Stürmer Andy Cole. Bis zu Alan Shearers Transfer im Sommer mit 120 Millionen Schilling teuerster Fußballer Englands. Dänemarks Torhüter-Riese Peter Schmeichel, wegen Magenverstimmung am letzten Wochenende, fußballerisch und kommunikativ out. Gut ersetzt vom holländischen Neuzugang Raymond van der Gau. Weitere Neulinge bei den Red Devils, Tschechiens Supertechniker Karel Poborski. Und der Holländer Jordi Cruyff. Aber Manchester United ist nicht nur Gegenwart, ist auch Tradition, Geschichte, Legende. 1958. Ein Flugzeugunglück zerstört die junge Mannschaft, die nach Ansicht von Experten auf dem Weg zum Europacup-Sieg war. 1968. Zwei Überlebende führen Manchester United mit 10 Jahren Verspätung zum Sieg im Europacup der Meister. Trainer Matt Busby und Bobby Charlton, der zum 4:1 nach Verlängerung gegen Benfica Lissabon 2 Tore erzielt. Die wichtigste Trophäe im United-Museum. 1991. Sieg im Europacup der Cupsieger. 2:1 gegen Barcelona durch 2 Tore von Mark Hughes. 1996 das Double-Double. Erstmals im englischen Fußball gewinnt ein Club zum 2. Mal das Double. Heute ist der Verein ein 5 Milliarden Schilling Unternehmen mit 140.000 Mitgliedern weltweit. Für viele Fans bedeutet Manchester United mehr als ihr eigenes Leben. What does Manchester United mean to you? Life. It's everything. It means more than anything else in the world. Love them. Ja, und in diesem Megastore, den wir da gesehen haben, da bekommen United-Fans wirklich alles, vom Rasierapparat bis zum Bierglas und bis zu den Hausschuhen. Nur heute Abend, da wollen die Rapid-Spieler versuchen, den Umsatz in diesem Megastore ein bisschen zurückgehen zu lassen. Wie auch immer dieses Spiel in Manchester im Old Trafford Stadion ausgeht, Sie können bei uns mitspielen und auch gewinnen. Beim Bank Austria Gewinnspiel wollen wir von Ihnen wissen, wer den Ausgang Stadion zu Rapids Auftritt dort
und zu unserem Kommentator Peter Elsner, der sich in Kürze melden wird. Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich hier im traditionsreichen Old Trafford Stadion von Manchester. Rapid geht heute einer ungemein schweren Aufgabe entgegen. Sie haben es ja schon von meinen Kollegen gehört. In 55 Heimspielen des Europapokals ist Manchester United das Star-Ensemble vieler, vieler Jahre ungeschlagen. Und Rapid natürlich der krasse Außenseiter. Das zeigt auch schon das Umfeld. Die Mannschaft hier hat einen Umsatz im Jahr von 80 bis 90 Millionen Pfund. Das sind über 1,3 Milliarden Schilling. Es ist eine Aktiengesellschaft, die 2,8 Millionen Milliarden Schilling wert ist. Die Aktien sind zuletzt um 126 Millionen Schilling umgerechnet gestiegen. Und das zeigt die Dimensionen, die dieser Club eigentlich beinhaltet. Die Stimmung hier in Old Trafford ganz hervorragend. Der englische Regisseur John Walsh scheint mitzuhören und Deutsch zu verstehen. Er zeigt uns hier die 800 Rapid-Fans. Rapid-Sprecher Marek fordert sie zu ihren Schlachtrufen auf. Und die 800 Fans werden natürlich hier in diesem Stadion, in dem 56.800 Zuschauer Platz haben, stimmkräftig ihre Mannschaft unterstützen. Sie werden es schwer haben, denn das Stadion ist nahezu voll. Ganz sind die Ränge nicht gefüllt, denn eines muss man hier sagen, der lokale Liebling ist nicht Manchester United hier in Manchester, sondern Manchester City. Eine Mannschaft, die momentan an 10. Stelle in der zweiten Division spielt und hier nicht mitmachen kann. Es verbindet die meisten so eine Art Hassliebe mit den Reds, den Roten, die sie hier schon durch den Kabinengang herauskommen sehen. Der Kapitän vorne, den haben sie vielleicht nicht ganz erkannt, denn er hat sein Aussehen verändert. Eric Cantona tritt hier mit Glatze auf. Da haben wir ihn schon groß im Bild. Er ist das große Enfant terrible des französischen Fußballs gewesen, hat sich hier zusammengerissen, ist einer der Lieblinge in England, obwohl er auch hier schon seine Streiche ja, deutlich sichtbar und spürbar gemacht hat. Aber er führt ein Ensemble an, das drauf und dran ist, Geschichte zu schreiben. Aber, sagt Alex Ferguson, der Coach von Manchester United, dazu müssen wir erst einmal Rapid schlagen. Denn wenn wir Rapid nicht schlagen, dann sind wir nicht auf dem Weg, eine große Nummer in Europa zu werden. Und Manchester United hat sehr viel Geld ausgegeben, um ein Star-Ensemble zusammenzukaufen. Und Spieler wie Cole, der um eine Rekordsumme von Newcastle geholt wurde, und Jordi Cruyff, die sitzen heute sogar auf der Bank. Eines hat Alex Ferguson noch mit der Mannschaft gemacht. Hier haben wir ihn im Bild, den 55-jährigen Coach, einen Schotten, der einmal auch in Schottland Trainer war, Spieler war und hierher gekommen ist 1986. Er hat erfolgreich die Nachfolge des legendären Sir Matt Busby angetreten. Dieser Alex Ferguson hat viele Eigenbauspieler wie Patz, dann wie Giggs, den trickreichen Mann mit der Nummer 11, oder auch wie Neville und Beckham in die Mannschaft von Newcastle geholt. Lauter Spieler, die 21, 22 Jahre alt sind und die im Verein mit den sehr routinierten und kampfstarken Legionären eine sehr starke Mannschaft bieten. Da mir Rapid mit Trifon Ivanov, der statt Jovanovic den Libero-Posten einnehmen wird, eine schwere Aufgabe, da er in der Meisterschaft gespielt wird. Und hier Leszak, der gerade aus dem Bild rutscht, er wird, wie wir es Ihnen schon angedeutet haben, auf Cantona angesetzt. Das Umfeld der Champions League großartig organisiert und auch diese Bilder zeigen, was eigentlich ein Fußballstadion ausmacht. So eins hätten wir gern. Die Aufstellung von Manchester United. Peter Schmeichel im Tor. Gary Neville, der ältere der Neville-Brüder, mit der Nummer 2 rechts. Dennis Erb, der bei Juventus nicht dabei war. Und dann Solskjaer und Darm schon die Aufstellung von Rapid mit Konsl im Tor. Trifon Ivanov, Peter Schöttl, beide mit Gelb. Sie müssen also heute aufpassen. Stöger, Kübauer, Prosenik. Wir hoffen alle aus der Sicht der Rapidler, dass sein angeschlagener Knöchel hält. Dann Leszak, Ratajczyk, Wagner als Sturmspitze, Stumpf war ja krank, der kann auch nicht drankommen. Irwin, das Mittelfeld, das das Glanzstück ist mit Pop
Kolskia, der Norweger als Sturmspitze. Ähnliche Aufstellung bei Rapid mit einem Libero, vier Mann in der Abwehr, wobei Prosenik und Ratajczyk auch offensive Aufnahmen übernehmen sollen. Kübauer, Zingler und Heraf im Mittelfeld. Stöger und Heraf werden aber die vorgeschobenen Spieler sein. Dicke, May, Butt, die jungen Spieler, Kohl, der routinierte Mann von Newcastle und Cruyff. Und wir melden uns. Kopfball hier des aufgerückten Libero Jonsen. Konsol. Chancen häufen sich. 5,5 Minuten gespielt und Torhüter Konsol schon voll beschäftigt. Die Fans spüren, dass da was in der Luft liegt. Schlachtgesänge der Manchester United Fans. Durchgesetzt hat sich hier Leszek, Kübauer. Ja, Gurkel. Schießt den eigenen Mann an hier, und zwar Beckham. Und einige Nervosität jetzt da hinten. Halt. Einwurf durch Gary Neville. Stehen in der 10. Minute, ganz hat Rapid das Spiel noch nicht beruhigen können, hat aber den ersten Ansturm, hoffe ich, doch abgefangen. Das sind Spielereien. Leszek, er hat schon ein Tor verursacht. Und zwar beim ersten Spiel gegen Fenerbahce in Wien. Und jetzt wieder ein kapitaler Fehler. Viel zu lange gewartet mit dem Abspiel. Was ist da los? Aber Michael kommt lange, Cantona kommt daher. Und Solskjaer scheitert an Konsol. Zweiter Eckball. Und weg. Schuss von Wagner. Ja, hat er gut gemacht. Ui, das wäre was gewesen. Fehler vom Schmeichel beim Auswurf. Der Ball kommt zu René Wagner. Hier noch einmal eine Wiederholung dieses Kopfballs von Cantona, wo Konsol gerade noch parieren kann. Also Cantona nach wie vor der gefährlichste Mann. Vielleicht geschwächt. Oh, und ein riesen Abwehrfehler. Also da hinten sind sie zu verwunden. Poporski immer wieder verfolgt von Ratajczyk. Zum Glück noch einmal. Ja. Jonsen und Schmeichel nicht sehr gut ausgeschaut. Sein Einsatz war wie gesagt etwas fragwürdig. David May macht sich da bereit. Offenbar gibt es einen verletzten, einen angeschlagenen Spieler bei Manchester, oder Alex Ferguson erwägt eine taktische Umstellung. Fünfter Eckball. Schauen wir auf die Uhr. 17. David May macht sich da. Durch Solskjaer. Keen auf den rechten Flügel ausgewichen. Ivanov daneben gefahren. Und 1:0 für Manchester United. Die Trankperiode hat sich bezahlt gemacht. In der 20. Minute geht Manchester United, der Favorit, hier in Führung. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Eine Unordnung ein bisschen in der Rapid-Abwehr. Hinter Ivanov wird nicht gedeckt. Schöttl läuft nicht mit und da steht Solskjaer. Und es heißt 1:0. Niemand ist hier mitgegangen. Aus einer anderen Kameraperspektive, von der anderen Seite. Schauen Sie, Schöttl bleibt stehen, Konsol hat keine Chance. Naja, hoffentlich geht es jetzt nicht dort runter und drüber in der Rapid-Abwehr. Jetzt müssen die 11 Rapidler da unten Griff gemacht, Kohl auf der Bank gelassen.
Tinkler, rechts wäre Prosenik frei. Immer Prosenik. Schöger Herer. Ein bisschen Mut müssten jetzt die Rapidler haben, aber das ist schwer. Endstation Leszek. Er wird jetzt einiges zu tun haben mit seinem Selbstvertrauen, um wieder ein Spiel zu finden. Becken. Wieder ja die Ausgangsposition. Kicks. Zu weit. Aber das Ding Gott, Rapid schlägt sich ja selbst. Ein Fehler von Leszek, den Manchester nicht nützen konnte. Jetzt Fehler von Peter Stöger. Schöttl kommt nicht mehr an den Ball. Und 2:0. Und der Mann, der das Spiel bis jetzt gelenkt hat, nützt den Fehler von Peter Stöger, nämlich Becken. Ja, das schauen wir uns sicher nicht gerne an. Stöger kommt nicht mehr hin, Schöttl kommt nicht mehr hin und den hätte jeder reingeschossen. Unglaublich, welche Fehler Rapid in der Abwehr macht. Völlig nervös, ohne Selbstvertrauen. Aber vielleicht gelingt ein Anschlusstor. Das muss man der Mannschaft jetzt wünschen. Hier noch einmal. Jetzt der Schuss von Beckham, aber zum Glück weit drüber. Ich wollte sagen, in England ist es ja so, dass man immer wieder gute Legionäre aus Wales, aus Irland und Nordirland, auch Schottland, einen Tempoverlust hinnehmen muss. Weil er den Ball erst runternehmen muss, stoppen muss und so Zeit verliert und der Gegner kann sofort attackieren. Wieder Fehler. Jetzt wird Ivanov viel, drückt weit auf. Und der Pass von Kübauer diesmal. Wieder Kübauer. Und Giggs ist schnell. Fehler vorne zwischen Cantonar und Kübauer. Beckham am Boden. Kübauer bei ihm. Und jetzt gibt auch Kübauer die gelbe Karte. Schauen wir uns das an, was war da vorher? Der macht überhaupt nichts. Oder Kübauer hat ihn gezwickt. Naja, vielleicht hat da der Didi Kübauer einen falschen Griff getan. Ist durchaus möglich. Na, jetzt kommen noch einige Emotionen dazu. Gar kein schlechter Schuss. Mit Didi Kübauer hier, mit Beckham. Ja, aber der Schauspieler hier. Ich hoffe, er kann gerade den Spielern, die die Spielmacher sind, so viel Kraft wieder einimpfen und Selbstvertrauen. Und um das geht es eigentlich hier, dass sie ihr wahres Können ausspielen können, dass sie sich auch etwas getrauen. In der Defensive hart zu attackieren und in der Offensive schnell abzuspielen, den Ball in den Reihen zu halten und daraus vielleicht dann Kapital zu schlagen. Jovanovic stumpf zu Oran Barisic, die auf der Ersatzbank Platz genommen haben, nicht dabei, zu seinem Leidwesen Peter Gucki, der heute 29 Jahre ist. Er hat gesagt, ich hätte mir eigentlich auch gewünscht, dass ich zumindest die Chance habe, an meinem Geburtstag eingesetzt zu werden, aber Trainer Ernst Dokkopil hat anders entschieden. Schöne Bilder hier vom Old Trafford Stadion, nahe dem Zentrum von Manchester. Rapid hat hier schon einmal ein Wunder vollbracht, wenn Sie sich erinnern, im Wiederholungsspiel gegen Celtic Glasgow, das 1:0. Da wieder niemand und Neville hier, sehen Sie den herrlichen Pass von der Mittelauflage weg hier zum 16er. Aus dem Lauf geflankt, direkt auf den Kopf. Eine 1000%ige Chance, zum Glück für Rapid vergeben von Ole Solskjaer.
Savic, Stumpf, Prosenik, gute Flanke, wieder Kübauer. Die erste gute Aktion jetzt in den Freistoß von Zoran Barisic. Genau ins Eck, aber Schmeichel war hier. Noch ist die Situation nicht vorbei. Herav, Prosenik. Schade. Machen. Hier noch einmal. Guter Schuss, gute Aktion von beiden. Zwei, dreimal war ein Aufflackern, so ein Hofflauf, Kübauer und Foul! Hier wurde Stumpf gehalten, ganz eindeutig. Stumpf gehalten und rauft hier mit Schmeichel. Kamera war nicht drauf. War ein glattes Foul an Christian Stumpf. Schiedsrichter hat es nicht gesehen, weil Stumpf zum Ball laufen wollte und da von der Verteidigung daran gehindert wurde. Aber eine gute Aktion, eine gute Kombination von Rapid vorher. Einmal berühren durch den Abwehrwall der Rot-Weißen da. Hier noch einmal die Szene. Eindeutig Christian Stumpf am Leibchen gehalten. Und zu Recht regt sich hier Didi Kübauer auf. Da haben wir Gary Neville und Täter. Schauen wir jetzt. Hinten läuft Didi Kübauer mit, der den Pass gemacht hat. Jetzt müsste er ihn bekommen. Aber Barisic hat geschossen. Jetzt brechen gleich die letzten 5 Minuten an. Mit so viel Mut hätte man auch in der ersten Hälfte angreifen sollen, aber man ist nicht dazu gekommen, eben wie gesagt durch den Druck, den Manchester ausgeübt hat, durch die enorme Laufarbeit und vor allem durch das attackierfreudige Mittelfeld der Engländer. Herav stellt sich da in die Mauer, auch Posenik, um allen die Sicht zu verstellen. Es geht ja um Meisterschaftspunkte und auch um das Torverhältnis. Und da könnte wie alles wichtig sein, auch ein Anschlusstreffer, der leider hier bis jetzt nicht gelungen ist. Wir sind schon in der letzten Spielminute. Rapid hat die Anfangsnervosität nicht ablegen können. Zumindest bis in die zweite Spielhälfte nicht. Der Sieg von Manchester United geht in Ordnung. Schade nur, dass er durch individuelle Fehler zustande gekommen ist. Es tut einem auch für die Spielerleute sicher das Beste gewollt haben. Aber doch dieser großen internationalen Anforderung Tribut zollen mussten. Aber es ist gut, dass Rapid in dieser Champions League spielt. Es ist gut für jede österreichische Mannschaft. Es wäre zu wünschen, dass die österreichischen Vereine viele UEFA Cup Punkte holen. Daher auch Gratulation nach Graz. Denn wenn der Champion automatisch der österreichische für die Champions League qualifiziert ist, müsste das Niveau steigen, die Erfahrungswerte steigen. Hier muss man sich vor. Claiming their first points, they've beaten Rapid Vienna by 2-0 at Old Trafford. Ole Solskjaer and David Beckham were the scorers, the goals coming in the first half. So success for them in Group C, but it's been a disappointing night for Rangers in their Group A match at Ibrox against the French champions Auxerre. They've lost. This is a result, I understand. Rapid muss man sagen, dass die Mannschaft alles gegeben hat, was da drinnen war. Man geht jetzt zum
Fan-Corner und verabschiedet sich von den 800 Fans, die hierher nach Manchester gekommen sind. Nächstes Spiel dann daheim gegen Juventus Turin. Und da hofft man natürlich, dass das Stadion im Prater, das Ernst-Happel-Stadion, voll ist. Ein bisschen haben wir spekuliert, dass wir eine Überraschung bringen. Eines ist klar, Manchester United hat bestätigt, dass das Team nicht umsonst in 55 Europacup-Spielen daheim ungeschlagen ist. Man war nur gegen Roter Wolgograd einmal am Rande einer Niederlage, der hat Schmeichel in der letzten Minute einen Kopfball gehalten und hat es vereitelt, dass dieser Rekord gebrochen wurde. Ronnie Johnson for 3 weeks, he twisted an ankle in that same match. And it could mean United resuming talks with Barcelona for their unsettled defender Miguel Nadal. Our British hopes in Europe this evening lie with Liverpool in the Cup Winners' Cup, and they take a 1-0 advantage into the second leg. It's at Anfield against the Finnish side Mipar 47. Off the field, the Liverpool defender Neil Ruddock has been fined £300 for obstructing the police after a crash involving his car. Magistrates at Southport in Lancashire heard that a friend of Ruddock's had borrowed the car, but Ruddock told the police it had been stolen. He was also ordered to pay £200. Zum Rückspiel im Pokalsiegerbewerb zwischen